Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stoppenbach im LS19 am Dienstagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache heute Zeitraffer rein vom Ballenwickeln, weil wir haben da noch die ein oder andere Wiese vielleicht. Die 67 brauchen wir noch ein bisschen, die 40, die 32 und die 31 braucht auch noch wickeln. Das heißt, da brauchen wir ein oder andere, das ein oder andere Minütchen. Und da will ich euch natürlich damit nicht nerven. Das heißt, ich hau jetzt dann wieder rein, wieder reingehen. Oh, ist drin. Ich hau da den Zeitraffer dann an. Ihr seht natürlich weiterhin, was ich mache, nur ein bisschen Mucke und einen Vorlauf. Ich weiß noch nicht, wie lang das Video wird, weil ich glaube, das wird schon ein bisschen dauern, das alles zu wickeln. 20 Minuten, halbe Stunde wird es auf jeden Fall dauern. Weil wir haben letztens auch immer so zwei Folgen lang, glaube ich, gewickelt. Ich glaube, das ist dann schon relativ angenehmer zum Anschauen, als wie wenn ich hier die ganze Zeit nur rumfahre. Wie gesagt, ich wünsche euch dann viel Spaß mit dem kommenden Zeitraffer-Video und wir sehen uns danach. Bis später.
So, die Zeitraffer ist zu Ende. Ich habe alle Ballen hoffentlich gewickelt und keine Wiese und auch keinen Ballen übersehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gut unterhalten, die Zeitraffer. Wir werden jetzt mal gucken, was wir jetzt noch zu tun haben, weil ballentechnisch sind wir nicht so durch. Das heißt, wir können das Zeug jetzt eigentlich verladen, beziehungsweise wir werden uns einen Ballen schnappen. Erstmal machen wir wieder ein bisschen Radio an. Genau, wir werden uns einen Ballen mal schnappen schnell und den mal kurz zur, was waren das nochmal? Ich vergesse das immer wieder, tut mir leid, Leute. Scheune. Zur Scheune werden wir das finden, sorry, wenn ich da ein bisschen übersteuert habe. Ja, das Ganze werden wir jetzt zur Scheune runter, oder beziehungsweise einen Ballen werden wir zur Scheune runter. Oh, sorry. Wenn wir schnell zur Scheune runterbringen und mal gucken, wie viel der Kollege denn uns dafür gibt. Haben natürlich auch hier wieder schönes Red Bull am Start. Aber muss man natürlich, wenn ich hier Ballen wickeln bin, muss ich natürlich auch ein bisschen fit sein, ne? Das heißt, Frühstöchchen. Ha, gut. Komm mal mit dem Kercher locker. Das geht schon. Ja, geht auch. So hätten wir laufen können. Ich glaube, Weg ist Grenze, oder? Ja. Weg Mitte ist Grenze. Okay, gut. Also, wenn hier mal viel los ist, bis ungefähr hierhin können wir fahren. So, dann waschen wir das Frühstück mal ab hier. So. Die Fendi natürlich auch in guten Farmer, weil der wird heute wahrscheinlich nicht mehr in den Gebrauch kommen. Weil zum Ballen verladen haben wir ja gesagt, nehmen wir den 6M. So, ich glaube, das ganze Gespann ist wieder relativ gut sauber geworden. Das heißt, wir packen die jetzt wieder zurück in unsere Halle. So, reparieren, ist 10%, das passt noch. Das kann man noch lassen, das ist noch alles im grünen Bereich oder beziehungsweise im sehr grünen Bereich. So, bloß immer mal gucken, ob wir ein bisschen weiter nach rechts fahren, damit wir nicht irgendwo hängen bleiben. Ich weiß jetzt nicht, ich kann es jetzt gerade ganz schwer einschätzen. Wir sind jetzt gerade bei der Aufnahme bei 17 Minuten. Und ich habe die Aufnahme, die Zeitrafferaufnahme bei einer Minute oder knapp 2 Minuten gestartet. Das heißt, wenn ich jetzt da, ich muss mal gucken, welchen Vorlauf ich reinhaue. Muss ich halt mal gucken, welcher da am besten passt. Ich würde jetzt mal schätzen, wir sind so bei 10 Minuten. Würde ich jetzt mal so schätzen. Das heißt, ich werde machen bis 30. Und dann ist auch, glaube ich, gut für heute. Dann muss ich dann gucken, wo packen wir den. Ich packe den jetzt einfach erstmal hier. Weil, wer weiß, ob man vielleicht noch ein bisschen später brauchen. Ansonsten über Nacht kommt er auf jeden Fall in die Halle rein. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal. Warte mal, wo haben wir denn? Da haben wir die 6M drin stehen. Aber da ist noch das Gewicht dran. Eieiei. So, dann können wir schnell loswerden. Schon ist die Vorderachse im Arsch, bevor wir überhaupt mit dem Ballenverladen angefangen haben. So. Aber nee, diese 2,4 Tonnen schafft er locker. Oder sollte er auf jeden Fall locker schaffen. So, der Frontlader steht da drüben. Beim Farmer. Haben wir ja vorhin schon gesehen. Müsste nämlich auch der richtige gewesen sein. Ja, das ist John Deere grün und kein Fendt-grün. Das erkennt man von der Ferne. Da muss ich, glaube ich, auch mal gucken, dass ich da den richtigen Frontlader ran mache. Weil hier haben wir jetzt einen Stoll FZ30 dran und ja, die Aufnahme, ich sehe, das passt nicht so ganz. Habe ich erst auch viel später gesehen, dass für den 6M hier einen eigenen Frontlader gibt. Den kann ich mal ganz kurz zeigen. Wartet. Den es interessiert, weil das hier ist ja der Standard, der ist es aber tatsächlich nicht, sondern es ist, nee, das ist vom CSZ-Pack. Ich glaube, das war der zweite, oder? Kommt da noch einer? Da ist auch noch einer. Nee, der hier ist es. Der ist nämlich 6110 bis 6120M. Das heißt, der ist der, wo da dran passt. Der hat auch die wunderbaren Schläuchchen. Und ich glaube, ja, ansonsten haben wir noch eine Baskons. Ah, die gehört zum Schlüter, okay. Ja. Wir haben so viele Frontlader hier drin. Fendt Cargo haben wir hier auch noch. Anbaugeräte, okay, gut.
Ja, das war eben der dazu gehörige Front oder zu dem schon Teil hier. So, nicht an die Wandrand fahren, das wäre super. So, ich fahre mal kurz beim 7. Master vorbei. Wie sieht es hier aus? Boah, 4300 Liter, wenn ich mich nicht verpult habe, ein paar zerquetschte halt. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Also, ich muss mal natürlich gucken, wenn ihr natürlich die Zeitraffer für solche Sachen auch feiert, vom Ballen verladen, weil ich glaube, das ist teilweise auch relativ langweilig. So, warte mal, klappen wir mal kurz auf. Oh. So, ich nehme jetzt einfach mal 3 Stück mit. Dann haben wir eine Gabel voll. Geht das an, wunderbar. Ja genau, wenn ihr zum Beispiel sagt, nee, vom Ballen verladen möchte man keine Zeitraffer haben, da möchte man gerne deine Stimme hören, dann mache ich das natürlich auch gerne. Für mich ist beides kein Problem. So, Rundumleuchte machen wir an, weil... Okay, wir sehen nichts. Wir fahren einmal Außenansicht, ne? Da kommt da was. Da kommt nichts. Wunderbar. So. Ich weiß nicht, wie fährt man in Müller? Kann man davon so fahren? Ich glaube, wenn man... Dann macht man es relativ weit nach oben, oder? Tut mir jetzt leid, wenn ich mich jetzt gerade täusche. Aber ich glaube, mit 3 Ballen so darf man auf der Straße gar nicht fahren. 2 Ballen, glaube ich, geht nur. Aber 3 ist immer zu dolle. Meine Ansicht. Ich weiß nicht genau, wenn einer von euch da sich besser auskennt. Der Herr, das war knapp. Zum Beispiel genau sowas passiert dann, wenn der Herr wo über die Straße läuft, natürlich nicht guckt. Und ich natürlich auch eigentlich ihn, wenn ich jetzt so fahre, nicht viel sehe. So ging es hier schon runter, ich glaub's. Das war ja irgendwo da hinten, wo auch der Viehhändler war, und da kommen wir auch schnell. Dorthin, wenn wir mal kurz bei unserem Schweinestall nochmal vorbeischauen. So. Gott, da kommt Auto. Eieiei. Aber das sieht noch gut aus, es sind noch keine Schweine auf dem Hofgelände unterwegs. Oh, da drin sind sie. Ich glaube, denen geht's gut. Oh, da wäre schon ein Auto gekommen und ein LKW auch noch. So, die war doch irgendwo hier hinten, oder täusche ich mich? Nee. Ist das? Ist das hier? Ja, gut. Es sieht mir so danach aus, ne? Sollte nicht eigentlich ein Gebäude stehen? Weil, also für eine Scheune, ja. Ich glaube nicht, dass man das ja als Scheune betrachten kann. Aber okay, es wäre logisch, weil das hier ist der Viehhändler. Und er braucht natürlich auch Zeug, Stroh und so weiter für seine Tiere. Deswegen, ja, ja gut. Ich bin mir nicht sicher, aber gut. So, das heißt, wir machen dann mal Z. Oh. 2543. Ich glaube, also, warte mal, das waren 3 Ballen. Für 2000 Euro. Ich glaube, das ist. Hoppala. Ist glaube ich nicht so gut. Also, das ist glaube ich ein schlechterer Preis, wie wir bei der BGA kriegen, oder? Scheune. Ah, doch, wir würden sogar mehr kriegen. Aber Agraz und Landau kriegen wir sogar noch ein bisschen mehr. Nee. Sorry, dass ich gerade Bullshit erzählt habe, aber bei BGA kriegen wir 360. Ich müsste eigentlich nur gucken, ich habe es sogar angeklickt, da wird der beste Preis ganz nach oben gelistet. Okay, das heißt, da kriegen wir noch knapp 100 Euro mehr als bei den anderen. Ja. Aber diese Preise hier sind so im Keller von der Silage, ne? Das glaubst schon nicht. Also. Das ist schon, ja. Gut. Dann wissen wir das jetzt somit auch, dass sich das nicht so lohnt. So, das heißt, ja, wir werden das alles wieder verladen und alles die BGA runter verschiffen. Das lohnt sich auf jeden Fall mehr. Ich fahre jetzt auch mal da hinten rum, wo die ganzen Autos fahren. Boah, das ist aber knapp mit dem Herrn hier und dem Auto. Aber, so, ich glaube... Oh, das war knapp. Eieiei. Kurz, Gaspedal nicht abgerutscht, doch abgerutscht und aus Versehen auf Vollgas gekommen. Ich muss in der Mitte fahren fast, Alter. Kommt da was? Nee, ich frage mich immer, kommt da was, aber auf dieser Straße, weil es eine Hauptstraße ist, kommt eigentlich nie was. Also auf jeden Fall nicht in dem vorderen Bereich hier. Ja, hier fahren schon welche. Aber der Helfer vorne fährt mir wirklich zu langsam. Wir sind jetzt hier auf der Straße und nicht mehr in der Ortschaft, da kann ich auch mal überholen hier. Traktor überholt Auto, wer kennt's nicht? Passiert alltäglich.
So, das heißt, wir sind gleich wieder auf unserem Gebiet. Das heißt, da können wir die Spieße wieder auskloppen. Zack. Und dann sammeln wir hier ein paar gute Stücke auf. So. Zack. Zack. So, den wollen wir haben. Oh Gott. So. Und fahren wir dann mal runter. Ah ja, ja. Da ging es ein bisschen runter leicht. Minimal. So. Kommt ne. Mercedes, ja, ist glaube ich Mercedes gewesen. Aber vor dem Audi fahren wir nochmal raus hier. Jetzt wird das. Oh, sorry Leute. Eieieiei. Das war keine Absicht. Ich muss mein Mikro doch noch ein bisschen anders positionieren. Nicht, wenn ich hier auslenke, dann kommt man da vielleicht schon mal das ein oder andere Mal dran. Sorry dafür. Ich hoffe, es war nicht allzu laut. Ansonsten werde ich wahrscheinlich im Videoschnitt dann kurz so ein kleines Video reinklemmen und sagen, Leute, macht den Ton leiser, gleich kommt was Lautes. So. Aber die meisten hören ja ihn nicht so krass laut. Dass man das jetzt, jetzt natürlich jetzt, wie sagt man denn dazu? Ja, es war auf jeden Fall, glaube ich, nicht so laut, dass man das Trommelfell platzen kann. Ansonsten, wenn ihr, hoppala, die Sachen so laut hört, dann würde ich mich schon ein bisschen fragen, Leute, habt ihr was an den Ohren? Aber ich glaube, dann wäre das Geräusch, was jetzt gerade eben war, für euch auch nicht mehr ziemlich laut. So. Mal, zack. Wunderbar. Sieht besser aus hier. Es funktioniert glaube ich am besten, wenn man von unten an den Ballen war gerannt wird, als wie von oben. Das heißt 3 Minuten haben wir noch, die 30 mache ich voll. Ich glaube, dann sind wir so ungefähr in unserem Normalbereich von 20, 25 Minuten. Ich würde jetzt mal schätzen, die Folge geht 20 Minuten. 5 Minuten weniger als wie ansonsten, aber ich bin ja dafür auch schon 17 Minuten länger oder 16 Minuten länger dafür dran gehockt, für das ganze Wickeln. Aber ich werde das, glaube, das werden wir in Zukunft immer so machen, dass wir vom Wickeln das in Zeitraffer machen und bitte fallen die, ah, jetzt fallen sie runter. Vom Ballen verladen, wenn ihr natürlich das auch wollt, kann man natürlich auch Zeitraffer machen, kein Problem. Also, so. Ja, die haben wir doch relativ sauber abgeladen. Das passt. Ich fahre dann mal von Lüden zurück, weil ich will nicht, dass wir die schon mit Spanngurten festgemacht und schön aufgeladen und Ballen da wieder ausgesehen mit aufsammeln. Das wäre nicht ganz so optimal, glaube ich. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich feiern und witzig finden, aber ich würde es natürlich auch ein bisschen witzig finden, aber ich glaube, wenn es einem selbst, wenn man es von jemand anderen sieht, dass ein kleiner Fail passiert, ist es witziger, als wenn es einem selber passiert. Ist auf jeden Fall, glaube ich, bei mir so. Aber man soll ja immer das nicht schlecht sehen, sondern einfach sagen, oh, ist halt ein kleiner Fehler passiert, ist witzig. Kann man jetzt auch nicht ändern, macht man halt nochmal schnell drauf, es ist ja kein Weltuntergang deswegen. So. Das ist drunter. Ja, ein bisschen zu tief. Ein bisschen vor hier. Ja. So. Kommen hier raus. Eine Ladung holen wir noch. Ich glaube, dann haben wir auch das Feld Nummer 82, die Wiese Nummer 82 auch schon fertig abgefrühstückt. So. Eieiei. Red Bull treibt ein bisschen. Ne? Nehmen wir mal den einen oder anderen. Kleinen Rülpse oder wie es natürlich im Fachjargon heißt, Aufstoße machen. So. Einmal mal der Fehler sein, ne? Nehmen wir da schon mal mit. Fällt nicht auf, passt. Aber die stellen wir nochmal schnell drauf, aber ich darf mich natürlich für euch bis Zuschauen auch schon mal wieder bedanken. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben lassen. Wer denn natürlich seine
weiterhin so fleißig abonnieren wie bisher. Das wäre natürlich sehr nett, würde mich und meine Community oder mit Arbeiter natürlich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach. Und bis dahin wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Dienstag und bis morgen. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving.